Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Hero. Wie immer, mein Name ist Peter, ich bin bei Ely River Games und ich zeige euch heute das, was ich euch beim letzten Mal verschwiegen habe. Das letzte Mal haben wir uns die Aktionen angeschaut. Ihr erinnert euch, 3 Aktionen pro Zug. Ihr könnt allerdings auch noch Handlungen vornehmen, die euch keine Aktionen kosten werden. Das ist einmal das Hilferufen von Mitarbeitern oder das Hilferufen von Oberärzten. Und zusätzlich könnt ihr auch noch die Beratung anderer Spieler, anderer Ärzte auf dem Feld einfordern und sie dann dazu zwingen. Aber das lohnt sich für die auch. Wie genau das funktioniert, das schauen wir uns jetzt an. Also, wie funktioniert jetzt das Hilferufen? Nehmen wir mal an, wir spielen als Kenta und beginnen unseren Zug damit, dass wir in die Notaufnahme laufen. Wenn ihr euch erinnert, ihr dürft beim Laufen in einen anderen Raum jederzeit einen Krankenhausmitarbeiter mitnehmen. Das heißt, wir nehmen in dem Fall einfach mal die Krankenschwester mit. Jetzt möchten wir gerne den Patienten, der kurz vor dem Ersticken ist, der hat eine Banane im Hals, den möchten wir gerne heilen. Das heißt, dafür brauchen wir entweder 3 körperliche Arbeitskraft oder 3 chirurgische Fähigkeiten. Wenn wir jetzt auf Kenta schauen, sehen wir, dass wir von beidem nicht genug haben, um ihn alleine zu behandeln. Aber die Krankenschwester ist ja da und sie hilft uns. Zusammen kommen wir aber auch nur auf 2 körperliche Arbeitsfähigkeit. Das heißt, wir sind immer noch nicht stark genug. Nun können wir aber für Hilfe oder nach Hilfe rufen. Dafür stellen wir uns in der Notaufnahme einfach hin, schreien Hilfe, Hilfe, Hilfe und können einen beliebigen der anwesenden Mitarbeiter dazu bringen, dass er auch zu uns in den Raum kommt. Wir nehmen jetzt mal den Security, er kommt dazu und jetzt sehen wir haben 2 und 2 körperliche Arbeitsfähigkeit, also genug, um die Banane aus dem Hals zu bekommen. Nun müsst ihr euch aber vorstellen, dass ihr gerade in einer Notaufnahme nachts standet und 3-mal laut Hilfe geschrien habt. Das sorgt bei allen anderen Anwesenden natürlich für Stress und daher bekommt ihr 1 Chaos-Token, wenn ihr um Hilfe schreit. Aber es ist eben auch sehr hilfreich, da ihr dadurch den Patienten behandeln könnt. Ihr müsst also abwägen, ob euch die Heldenpunkte nachher mehr bringen oder ob ihr eventuell im Chaos ersticken könntet, ja, genau wie dieser Patient an der Banane. Also es ist einfach ein bisschen, ihr müsst balancieren, ob ihr Chaos oder Heldenpunkte mehr braucht. Ebenfalls müsst ihr noch bedenken, dass ihr pro Spielzug auch nur 1-mal um Hilfe rufen könnt. Also ihr könnt nicht den Security und dann vielleicht noch den Hausmeister, der gerade im OP sauber macht, dazu rufen, sondern ihr könnt pro Zug maximal 1 Mitarbeiter dazu rufen. Das heißt, ihr müsst auch gut überlegen, welchen Mitarbeiter ihr für dieses Chaos gerne haben möchtet. So, und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir finden die gleiche Situation vor wie eben, dass wir als Kenta zusammen mit der Krankenschwester in der Notaufnahme stehen. Dieses Mal möchten wir uns allerdings nicht um die Banane des Patienten, der erstickt, kümmern, sondern wir kommen auf diesen kanadischen Jungen hier, der eine Ahornsirup-Krankheit hat. Und bei dem brauchen wir jetzt eben 6 Fähigkeiten der internen Medizin. Wir selbst als Kenta haben 2 davon und die Krankenschwester hat 1/3. Das heißt, wir sind immer noch nicht genug. Wenn wir jetzt auf die anderen Mitarbeiter schauen, die da sind, wird uns auch keiner davon helfen. Das heißt, maximal mit der Verwandten kämen wir auf 5. Das reicht eben auch nicht, da der ja 6 braucht. Das heißt, jetzt können wir uns aber überlegen, ob wir einen Oberarzt dazu rufen. Dazu schaut ihr einfach auf den Stapel mit den Oberärzten, sucht euch den passenden raus. In diesem Fall wird es eben der Kardiologe sein und ihr ruft ihn dazu. Er erscheint dann auch direkt in dem Raum, wo ihr ihn gerne haben möchtet. Und dann könnt ihr zusammen mit der Krankenschwester und dem Kardiologen die Ahornsirup-Krankheit heilen und bekommt die Heldenpunkte dafür. Nun ist es so, die Oberärzte sind aber natürlich sehr erfahrene Ärzte und die verbringen ihre Nacht nicht standardmäßig in der Notaufnahme, sondern sie schlafen zu Hause. Das heißt, ihr habt ihn gerade geweckt, dazu gebracht, dass er in die Klinik kommt und dementsprechend ist er etwas mehr gestresst als andere Mitarbeiter. Daher wird das Rufen von Oberärzten bei euch 2 Chaosmünzen verursachen. Das heißt, die sind zwar etwas mächtiger als die normalen Mitarbeiter, aber es ist für euch auch mehr Risiko, am Ende zu viel Chaosmünzen zu haben. Das heißt, ihr könnt auch nicht das ganze Spiel über 2 Chaosmünzen für das Rufen eines Oberarztes oder auch 1 Chaos für das Rufen von Mitarbeitern einstecken. Dann gibt es daher also noch eine 3. Option. Ihr könnt euch auch andere Spieler zur Beratung heranziehen. Das heißt, in dem Fall steht jetzt Rob daneben und den könnten wir jetzt einfach zur Beratung heranziehen, um wieder den erstickenden Patienten zu behandeln. Dieses Mal vielleicht mit 3 chirurgischen Fähigkeiten. Dazu schauen wir, Kenta hat 1 chirurgische Fähigkeit, Rob hat 2 chirurgische Fähigkeiten und die dürfen wir bei der Beratung einfach nutzen und dadurch können wir dann zusammen den erstickenden Patienten
behandeln. Ihr dürft ebenfalls pro Spielzug maximal einmal einen Spieler zur Beratung heranziehen. Der Spieler kann das nicht ablehnen, das heißt, er ist gezwungen, euch zu helfen. Dafür erhält er aber die doppelten Trittbrettfahrerpunkte. Das heißt, wenn wir uns jetzt diese Banane anschauen, würden wir als Kenta den Patienten behandeln, bekommen 2 Heldenpunkte und Rob hilft und bekommt daher das Doppelte, also 2x einen Heldenpunkt. Das heißt, er bekommt die gleiche Belohnung dafür, dass er uns hilft. Also ihr merkt schon, das ist auch sehr hilfreich im Spiel. Ihr müsst allerdings genau abwägen, welcher Arzt euch helfen kann, damit ihr natürlich nicht eurem größeren Konkurrenten zu viele Heldenpunkte durch die doppelten Trittbrettfahrerpunkte gebt. Also, welche Möglichkeiten zum Hilferufen haben wir? Wir haben die normalen Krankenhausmitarbeiter für ein Chaos, wir haben die Oberärzte für 2 Chaos und wir haben alle anderen Spieler, die allerdings dann die doppelten Trittbrettfahrerpunkte bekommen.